Knapp 30 Kandidaten und Kandidatinnen haben es in den Auslandsrecall von DSDS auf Mykonos geschafft. Und natürlich gibt jeder von ihnen alles, um weiterzukommen. Dabei ließ sich eine Gruppe Sänger etwas Besonderes einfallen. Kilian, Steve, Dominik und Shader traten mit dem Song Tainted Love von Marilyn Manson vor die Jury. Bereits im Vorfeld kündigten sie einen provokativen Auftritt an. Und das sollte sich mehr als bewahrheiten. Die vier Sänger zogen sich an den Haaren, schlugen sich mit einem Ledergürtel und wachsten Kilian sogar den Hintern. TV-Zuschauer zeigten sich von der Performance entsetzt. Das war mit Abstand das Schlimmste, was DSDS jemals gezeigt hat. Sowas hat im Fernsehen nichts zu suchen. Eigentlich hat sowas nirgendwo was zu suchen. Doch die Jury um Chefjuror Dieter Bohlen war begeistert. Bohlen bezeichnete den Auftritt als spektakulärste Darbietung, die er bei DSDS je gesehen habe. Auch die anderen Juroren waren trotz des mittelmäßigen Gesangs angetan und so schafften es alle vier Sänger am Ende in die nächste Runde.